Autotest Schwaben haben wir die aktuelle Mercedes A-Klasse, wie sie seit 2012 gebaut wurde und jetzt abgelöst wird durch die neue A-Klasse. Ja, es gab ihn als B100, es gab ihn als A160, 180 und 200er. Dann gab es den A180 CDI sowie den 200er CDI. Es gab auch einen A250. In der Top-Version war das der A250. Es gab sogar einen AMG. Das Top-Modell ist natürlich der AMG, der dann mit einer PS-Zahl von 360 den Audi RS3 angegriffen hat. In der unteren Version war es dann, wie gesagt, der A180. Ja, die A-Klasse hatte im Dauertest von Autobild immerhin bisher die Note 2 geschafft. Dort läuft er gerade auf die 300.000 Kilometer zu. Ja, und jetzt wird sie abgelöst. Einer der besten A-Klasse, ein richtiges Kompaktauto, nicht mehr mit Sandwichboden, sondern jetzt richtig kompakt. Zwar hat er hinten wenig Platz und auch der Kofferraum war kleiner als beim VW Golf, aber wie gesagt, die A-Klasse wurde zu einem echten Trenner. Bisher wurden vom A-Klasse Mercedes deutlich mehr verkauft wie beim Vorgängermodell. Auch unten sieht die A-Klasse meist hervorragend aus. Im TÜV-Report liegt sie im guten Drittel, im vorderen Drittel. Zu den Stärken gehören hervorragende Qualitätsanmutungen im Innenraum. Die hat sich deutlich verbessert gegenüber den Vorgängermodellen. Es gibt keine Probleme mit Fahrwerksteilen, Ölverlust oder auch Rost ist passé bei der Mercedes A-Klasse, die relativ solide dasteht. Schwachstellen sind recht harte Fahrwerksabstimmung, unbequeme Sitze im Innenraum, dann ja hin und wieder Bremsenverschleiß. Es gibt zeitweise am Anfang, die ersten, gab es Klapper- und Knackgeräusche aus dem Cockpitbereich. Von uns bekommt die Mercedes A-Klasse, gebaut ab 2012, 4,5 von 5 Sternen und ein sehr empfehlenswert.